Zellner. Gut, haben wir hier etwa denjenigen, der geschossen hat? Ich wollte prüfen, ob diese Waffe kürzlich abgefeuert wurde, Inspektor. Was tun Sie hier auf dem Schiff, meine ich? Ich wurde im Frachtraum niedergeschlagen. Aber natürlich wurden Sie das. Hier, sehen Sie. Vorsicht, auf der Seite könnten Fingerabdrücke sein. Sie erwarten doch nicht, ja, dass ich Ihnen das glaube. Ja, er hat doch dann auch dieselbe Stelle am Kopf, oder nicht? Ich bin der Truhe nachgegangen. Ich habe sie im Frachtraum gefunden und offensichtlich hat sie tatsächlich jemand benutzt, um unbemerkt an Bord zu kommen. Einige Leute nehmen erstaunliche Mühen auf sich, um diese Fahrt mitzumachen. Allerdings, wer immer es war, er hat mir mit dem Rohr von hinten eins über den Schädel gegeben, als ich eine Spur untersucht habe. Ach ja, und auf mich geschossen hat man auch. Das ist doch alles Blödsinn. Sie wollten unbedingt diese Fahrt machen und haben eine Möglichkeit gefunden, hier zu bleiben. Ich sollte sie über Bord werfen. Ich hätte mir etwas weniger Schmerzhaftes einfallen lassen können. Ganz ehrlich, manchmal ist er ein totaler Vollidiot. Das sieht wirklich nicht gut aus. Sehen Sie? Und da unten steckt ein Projektil in einer Holzkiste. Ich habe keine Waffe. Der Doktor soll sich das mal ansehen. Toll, kommen immerhin Sie mit, haben wir es an Bord geschafft auf diese Art und Weise. Das ist doch auch was. Nanu? Inspektor Legrand und Wachtmeister Zellner. Beehren Sie uns also doch auf der Reise? Anscheinend. Wir suchen Dr. Gebhardt. Lassen Sie nur, Captain Conti. Die Conti. Ich komme schon allein zurecht. Sagen Sie nur James Bescheid. Er soll mich unbedingt um 21:15 wecken. Verstanden? Gewiss, Madame. Unbedingt. Ich werde es ihm ausrichten. Ich ziehe mich jetzt. Sehr schön. Was für eine Schnapsdrossel. Sie werden doch heute Abend um 10 im Salon sein, nicht wahr? Wenn Sie es wünschen. Es wird ein Ereignis. Das kann ich Ihnen versprechen. Was gibt's denn da um 10 im Salon? Die frische Meeresluft und das eine oder andere Glas Champagner. Aber ich freue mich, dass Sie sich doch noch entschlossen haben, mit uns nach Kairo zu kommen. Nicht ganz freiwillig. Behauptet er. Ich wurde niedergeschlagen. Von hinten. Aber das ist doch... Dr. Gebhardt soll sich das mal ansehen, Kapitän Di Conti. Selbstverständlich. Kommen Sie in den Salon, Wachtmeister Zellner. Ich werde den Doktor rufen lassen. Ah, Doktor, da sind Sie ja. Unser tapferer Wachtmeister Zellner hier wurde angegriffen. Schlag auf den Kopf. Oh. Setzen Sie sich bitte hin. Nun erzählen Sie schon. Dr. Gebhardt hat grundsätzlich immer die Handschuhe an. Das ist auch nicht so hygienisch. Ich glaube, das verfehlt etwas den Sinn des Ganzen. Aber gut, ich fand ja schön, wie die Baronin von Trebitz da als alte, fette Schnapsdrossel durch die Gegend gewankt ist. Gut. Wir haben aber, fällt mir gerade so auf, Miss Miller und die Schriftstellerin wirklich nicht aufs Schiff gehen sehen, oder? Egal, widmen wir uns den hiesigen Ereignissen. Ich glaube, Sie haben einen blinden Passagier an Bord. Ich wurde niedergeschlagen. Unverschämtheit! Ich werde die Crew sofort anweisen, das Schiff gründlich zu durchsuchen. Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen, mit uns die Fahrt fortzusetzen, Herr Zellner. Wenigstens einer, der mich nicht über Bord werfen will. Ist es schlimm? Ja, tut ziemlich weh. Ich habe mit Dr. Gebhardt gesprochen. Er hat einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Wie schlimm es ist, kann ich noch nicht sagen. Aber ich! Es tut ziemlich weh! Wer einen Schlag auf den Hinterkopf kriegt, der ausreicht, um jemanden K.O. zu schlagen. Warum hat man nicht nach mir gesucht? Ist niemandem aufgefallen, dass ich nicht aus dem Frachtraum zurückgekommen bin? Wir haben Sie gesucht, aber nicht gefunden. Wer sollte sich im Frachtraum umsehen? Constable Oliver. Und darüber wird noch zu sprechen sein. Allerdings. Drölf. Wie viele Finger sehen Sie? Finger? Herr Zellner. Einfach mal so. Ich sehe 5 Finger. 3 davon ausgestreckt. In Ordnung. Wo sind wir? Und wie spät ist es?
Ich muss lange ohnmächtig gewesen sein. Es ist kurz nach 8 Uhr abends. Das Dinner ist gerade vorbei. Aber um 10 Uhr treffen wir uns alle hier im Salon zu einem kleinen Umtrunk. Die Begrüßung der Gäste durch den Kapitän am ersten Abend ist ein fester Programmpunkt jeder Fahrt. Sie sind soweit in Ordnung, Wachtmeister. Die Blutung hat schon aufgehört, die Wunde sieht gut aus. Vielleicht haben Sie eine leichte Gehirnerschütterung. Eine ruhige Nacht und morgen haben Sie nur noch Kopfschmerzen und eine beeindruckende Beule. Darauf erstmal ein Champagner. Danke. Das ist doch ein Grund zum Feiern. Genug von Ganoven und Dieben. Ab jetzt können Sie Ihre kostenlose Kreuzfahrt genießen. Inspektor! Was? Ein dunkler Schatten! Oberdeck! Gerade eben! Los! Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich komme mit. Ich auch. Nein, Sie bleiben hier. Ja, ich bin ja mal gespannt. Robert, Sie gehen zur Baronin und lassen Sie nicht aus den Augen. Zellner, Sie kommen mit nach Backbord. Und Sie gehen nach Steuerbord, Doktor. Ich werde auf dem Vorderdeck anfangen und mich bis zu Ihnen beiden zurückarbeiten. Verstanden? Aber... Ich mag Dr. Gebhardt. Baronin von Trebitz? Hallo? Baronin von Trebitz, öffnen Sie die Tür! Gut, darf ich dann jetzt? Dankeschön. Ich bin ja mal gespannt, was Constable Oliver für eine Ausrede hat, warum er uns da nicht gefunden hat, denn so schwer zu finden waren wir jetzt nicht und der Frachtraum ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Aber wenn ich mir angucke, wie dieser Vollidiot schon wieder an der Tür hängt, bei der wahrscheinlich einfach eingeschlafenen Baronin, die ja hacke dicht war bis oben hin, da wundert mich auch nichts mehr. Ich finde aber putzig, wie Dr. Gebhardt hier steht irgendwie. Dr. Gebhardt wollte unbedingt mitkommen. Aber jetzt scheint er sich nicht mehr so sicher zu sein, ob das eine gute Idee war. Alles klar, Doktor? Natürlich. Warum denn nicht? Es ist nur... Also... Ich würde lieber mit Ihnen kommen. Sie haben den Inspektor gehört. Mach das doch einfach. Komm einfach mit mir. Warum denn nicht? Ich meine, das ist schon ein ganz schöner Vollhorst. So, ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Bis gleich, Doc. Oh nein. Was? Ich werde nicht alleine auf Verbrecherjagd gehen. Ist alles in Ordnung? Vielleicht sollten Sie sich besser ausruhen, falls der Schlag doch heftiger war. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Geht schon. Zellner! Hier oben! Nein, wirklich! Ich glaube, Sherlock, das kam von da oben. Sicher, du wolltest nur mal frische Luft. Das sieht nach unserem Schläger aus. Zellner, schauen Sie, wen wir hier haben. Wenn das nicht unser Schatten ist. Und unser blinder Passagier. Bist du kürzlich in einer Truhe gereist? Ich, nix. Er behauptet, zur Crew zu gehören, hat nur kurz Luft schnappen wollen. Das wird doch einfach zu überprüfen sein. Die Baronin öffnet ihre Tür nicht. Verstanden. Bringen Sie den Jungen in die Arrestzelle, Robert. Sie hatten recht. Es gab einen blinden Passagier. Ja, aber der Rabe kann er nicht sein. Er ist zu jung. Richtig. Was aber nicht heißt, dass der Rabe nicht doch hier herumspukt. Was war das? Ein Schuss. Okay. Er kam aus einer der Kabinen. Oh nein. Baronin von Trebitz? Baronin! Öffnen Sie die Tür!
sie bitte aus dem Weg. Mord? Wir haben es mit einem Mord zu tun, Gentlemen. Ist tot? Schnell, okay. Zellner. Der Mörder muss noch in der Nähe sein. Es ist so gut wie niemand an Deck. Jeder, der sich draußen befindet, ist verdächtig. Dieses Mal kriegen wir ihn. Zellner, sind Sie in Ordnung? Ja, na los. Wir müssen. Zellner? Zellner! Verdammt! Okay, interessant. Baron von Trebitz ist also tot. Wen haben wir denn da? Ausgeschlafen? Du Arsch. So, mit dir wird erstmal noch zu reden sein müssen, ja, mein Freund. Aber wir wollen ja nicht vorverurteilen, wir wollen ja erstmal ganz freundlich und unvoreingenommen meine ich natürlich sein. Und wollen mal schauen, was er so zu sagen hat. Sparen Sie sich das. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Sparen Sie sich diesen Ton. Während Sie geschlafen haben, haben wir anderen gearbeitet. Was ist der vermutete Tathergang? Wie wurde die Baronin ermordet? Der Baronin wurde aus nächster Nähe ins Herz geschossen. Genaueres weiß ich noch nicht. Der Doc untersucht die Leiche unten auf der Krankenstation. Und niemand hat etwas Verdächtiges beobachtet? Niemand hat gesehen, wie eine Rabengestalt die Kabine der Baronin verlassen hat, wenn Sie das meinen. Den Schuss haben einige gehört. Inspektor Legrand will sich die Passagiere heute Morgen noch einmal vornehmen, sobald sie sich alle etwas beruhigt haben. Gut, und ich werde dann gleich mal wieder eine Pause machen müssen, um zu schauen, ob die Lags wieder eine Asynchronität hervorgebracht haben. Das könnte ja durchaus sein. Ich glaube, ich werde das dann auch gleich als Aufnahmepause nutzen. Weil ich ja jetzt doch schon eine ganze Weile wieder spiele und wir haben ja viel Neues erlebt, aber erstmal wollen wir noch die Gespräche hier... Huch, da ist mir mein Kopfhörer rausgegangen. Egal. Erstmal wollen wir hier noch mit Constable Oliver fertig sprechen und mal schauen, vielleicht sehen wir uns zumindest noch ein bisschen um hier. Haben Sie schon jemanden festgenommen? Sie meinen außer dem Araber? Er kann den Mord schwerlich begangen haben. Sie müssen doch bei ihm gewesen sein, als es passierte. Wir haben den Schuss auf dem Vorderdeck gehört. Ich habe den Gesellen in die Arrestzelle im Frachtraum gesperrt und bin dann gleich wieder hoch, um Inspektor Legrand zu unterstützen. Sie träumten da schon den Schlaf der Gerechten. Ich bin doch gestern Abend nicht wegen des Schlags auf meinen Kopf umgekippt, oder? Sieht nicht so aus. Inspektor Legrand vermutet, dass Sie betäubt wurden. Aber wie der Champagner? Wer hat Ihnen den Champagner gegeben? Kapitän Di Conti. Aber ich glaube nicht, dass er das war, ganz ehrlich. Abgesehen vom Araber, sind Ihnen andere Personen aufgefallen? Keine Chance. Sekunden nachdem der Alarm losging, wimmelte es an Bord von verängstigten Passagieren. Tja. Ein cleverer Schachzug, um im allgemeinen Trubel unerkannt zu bleiben. Und trotzdem haben wir einen Hauptverdächtigen. Den Raben. Glauben Sie wirklich, dass er zurück ist? Ich glaube, dass niemand so viel über den Raben weiß wie Legrand. Trotzdem erscheint es. Aber sollte der Rabe töten? Warum sollte er die Baronin töten? Das macht keinen Sinn. Sie hat geschlafen in ihrem Zimmer wahrscheinlicherweise, weil sie besoffen war, weil sie voll war wie eine Haubitze. Schon wieder leck, so ein Mist. Und da kann er den Schlüssel doch einfach klauen. Also da ist doch kein Problem dabei. Zumal er das auch so locker gekonnt hätte, weil die Baronin, naja, bestimmt nicht die allervorsichtigste sein wird. Ja, also ich sehe da keinen Grund, warum man die Baronin hätte töten sollen, der Rabe. Das passt überhaupt nicht ins Muster bislang. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es der Rabe sein wird.